Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute aus einer etwas ungewohnten Perspektive, denn wie ihr unschwer erkennen könnt, handelt es sich um ein Unboxing. Worum geht's hier? 24 Tim, ich weiß nie, wer ihn von euch kennt, es ist ein Windows Sound Muten, nervt mal wieder komplett. Ist ein TikToker, Instagrammer, halt ein typischer Influencer, so. Wer sich näher informieren möchte, was er macht, bitte einfach googeln oder auf sozialen Medien eingeben. Der liebe Tim hat jetzt vor 2 Tagen am Donnerstag um 23.59 Uhr seinen neuen Song Gönn dir veröffentlicht. Heute um 12 Uhr das Musikvideo, dazu wird übrigens eine Reaction auf YouTube folgen, mal gucken, ob ich zuerst das Video oder die Reaction hochlade. Der Song nennt sich, wie schon gesagt, Gönn dir, und ich unboxe jetzt hier die Gönn dir Fanbox oder so. Ich muss dazu sagen, ich habe mir die Box jetzt nie bestellt, weil ich übelster Fan bin oder sowas. Einfach nur, der Preis war recht günstig, den nenne ich dann später. Deswegen dachte ich mir, ja, machst halt mal ein Unboxing draus. Kann man mal die Kohle investieren. Es kam hier so ein Paket, also es kam hier nie so zerkratzt an. Ich habe das ein bisschen so verunstaltet, damit man meine Daten nie sieht und so. Also braucht gar nicht ranzoomen, die Adresse ist weg. Es kam jetzt hier so in diesem Paket an. Ich weiß nicht, ob das die Box ist oder ob die Box hier drinne ist. Obendrauf, also ich muss sagen, meine Nachbarn haben das Paket angenommen. Die dachten sich bestimmt, was ist denn das für ein Kunde, was bestellt der sich? es lag obendrauf diese, ich nenne es mal Autogrammkarte. Ja, ein bisschen Werbung für Tim, seinen Shop, wo man auch diese Box erwerben konnte, die übrigens jetzt ausverkauft ist. Eine unterschriebene Autogrammkarte. Die Unterschrift ist leider drauf gedruckt, aber naja. Machen wir mal auf, das gute Dinge. Und dann gucken wir mal, was sich hier in diesem Paket verbirgt. Oh, das riecht übelst nach Chemie. Oh, Alter. Aha. Okay. Ich habe direkt was Weiches gegriffen. Das war wahrscheinlich das T-Shirt. Hier, das erste, was ich rausgegriffen habe, ein Gönn dir Aufkleber. Noch mehr Gönn dir Aufkleber. Was haben wir hier? Eine CD. Ist vermutlich dann der. Ja, der Song einmal so drauf und einmal als als Instrumental. Oh, das freut mich sehr, dass hier eine Instrumental-Version drauf ist. Oh. Das freut mich sehr. Dazu kommen wir später. An sich eine normale CD-Verpackung, wie man es halt kennt. Nicht großartig Besonderes. Hier das Songcover drauf und lustig finde, das Musiklabel, wahrscheinlich das dahinter steht, heißt Gefällt mir Music. Kleiner Fun Fact. Dann haben wir hier ein Armband. Na gut, dass mir das nie passt. Ich will es nie kaputt machen. Also es passt mir nicht ganz. Ja gut. Ne? Dann ist hier noch dieses T-Shirt drin. Also es riecht halt, das riecht übelst nach Chemie. Ich weiß nicht, ist es, was haben wir denn hier? Steht hier das Herkunftsland drauf? Irgendwie Bangladesch, na gut. Dachte ich mir schon. Also ist jetzt nicht böse gemeint, aber ja. Es ist ein recht großes T-Shirt. Ich muss mal gucken. Ich werde mal die Aufnahme pausieren, dass ich mal weiter aufziehe. So, ich habe jetzt mal weiter aufgezogen, die Kamera. Gucke, dass ich es jetzt mal ganz zeige. Dieses T-Shirt hier. Ja, ist halt dieser Pfirsich-Emoji drauf. Und halt steht halt Gönn dir drauf, also quasi das Logo des
Songs, ja, ein normales schwarzes T-Shirt, ja, in der Größe 5XL, ja, es ist meine Größe, bitte nicht, ja, ne? Und, ja, genau. Ich muss aber ehrlich sagen, warte mal, was ist hier? So. Ja, Alter, das ist ein gefühlter Bettlaken, Alter. Oder habe ich es vielleicht doch zu groß bestellt? Ich weiß nicht. Es sind so wie ein bisschen weiße Flecken drauf. Ich weiß nicht, wie als käme es frisch aus der Wäsche. Und da, als wären hier Waschmittelreste. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht. Ich kann jetzt mal wieder auf die normale Sicht umschalten. So. Ich weiß nicht. Ich will es hier bloß mal zeigen. Diese weißen Flecken. Man sieht sie, glaube ich. Ja, das, ja, gut. Mir stört mich jetzt nicht so krass. Machst du es halt weg. Ja, jetzt haben wir diesen mystischen Karton hier zur Seite. Und ich präsentiere jetzt mal den Inhalt dieser Box. Oder, ja. So, das. Aber war denn jetzt nicht bescheuert? Wo ist denn das Armband jetzt hin? Bin ich jetzt so blöd? Ach hier. So. Genau. Das sind hier die Inhalte dieser Gönn dir Fanbox. Ja, es ist. Ich nenne euch jetzt mal den Preis, nämlich für diese ganze Box betrug der Preis tatsächlich nur 10 Euro. Es hat mich sehr verwundert, das war auch der Grund, dass ich es bestellt habe, weil es halt so günstig war. Und ja, ich meine, man muss ehrlich sagen, ich bin da jetzt nie mit so einer krassen Erwartung reingegangen, eben wegen des Preises. Aber ja, 5 Sachen. Ja, es wurde im Vorhinein gesagt, also 2 Sachen wurden vorher gesagt, die drin sind, nämlich das Shirt und die CD. Lag vielleicht daran, dass die anderen 3 Gegenstände, nämlich das Armband, die 3 Aufkleber, die übrigens nicht optimal geschnitten wurden, sehe ich hier gerade, und die gedruckte und nicht handunterschriebene Autogrammkarte nicht so ganz spektakulär sind wie die 2 anderen Sachen. Ja, Fazit zur Box, für 10 Euro total in Ordnung, ja, es ist, das T-Shirt ist halt Auslandsproduktion, was an sich nicht falsch ist, aber es stinkt, also sobald du das Ding aufmachst, es stinkt übelst nach Chemie, diesen Geruch, das hast du sofort, das sticht in der Nase, das störte mich ein bisschen, aber na gut, muss ich, wenn ich es trage, vorher waschen, ja, Druckqualität, ich bin da nie so der Experte, aber es ist akzeptabel. Für 10 Euro insgesamt kann man es mal mitnehmen. Als Fan eine günstige Box zu erwerben mit Shirt und CD, finde ich, ist eigentlich total in Ordnung. Es gibt einige Rapper-Boxen von Deutschrappern, die, was das angeht, die eine ähnliche oder gleiche Qualität liefern, dafür den doppelten oder dreifachen Preis verlangen. Deswegen muss ich erstmal ein Lob an 24Tim aussprechen, dass er das Ganze preislich so recht niedrig kategorisiert hat. Und ja, um jetzt mal eine Bewertung aus 10 zu geben für alles. Ja, die Sticker, ja, weiß ich nie, wo ich mir die hinklebe. Weiß ich nie. Ja, die sind hier, naja, da siehst du halt, dass die nie einzeln gemacht wurden und dass die halt so ausgeschnitten wurden mit einer, weiß ich nicht, mit was für einem Gerät. Aber ganz akkurat wurde das nicht gemacht, das sieht man gleich. Ich weiß nicht, man sieht halt weiße Ränder unten, das ist ein bisschen, naja. Die Sticker kriegen von mir eine 7 von 10.
Ja, die CD, ganz normal. Es ist nichts Extravagantes. Eine 8 von 10. Ja, Autogrammkarte, Hand unterschrieben. Hätte mir besser gefallen. Ja, Werbung für einen Shop stört mich nie. Kann man ruhig mal machen. Aber wenn man Fan ist, wird man den Shop sowieso kennen. Die Autogrammkarte, ja, auch eine 8 von 10. Das Armband ist, ja, normal. Auch nichts Besonderes, aber ist halt, ja, eher so Fanartikel. Ebenfalls eine 8 von 10. Was mich wirklich, wirklich sehr stört, da hätte man, was den Geruch angeht vom T-Shirt, da hätte man was machen können. Das ist definitiv möglich gewesen, weil, stell dir mal vor, so eine Achtjährige oder so, ich weiß ja nie, was für eine Fanbase Twenty Four Tim hat, aber viel älter als 10 wird sie nie sein. Also, no hate an der Stelle. Aber wenn so eine 10-Jährige das auspackt und das muchtet wie Saunachemie, das ist nicht gut. Deswegen bekommt das T-Shirt von mir eine 6 von 10, was eine Gesamtpunkteanzahl von 37 aus 50 macht, also all in eine 3,7 von 5 Sternen. Ja, es ist eine solide Fanbox. Kann man sich kaufen, ist jetzt nicht hyperqualitatives, aber man muss ganz ehrlich sagen, für 10 Euro ist das, was du hier bekommst, total in Ordnung. Und ja, genau. Das Shirt werde ich dann, wenn es das erste Mal gewaschen ist, mal anziehen und mal in der Instagram-Story zeigen oder so, muss ich mal gucken. Aber mit dem Chemiestunk möchte ich das jetzt nicht tragen. Und ja, genau. Dann hoffe ich, dieses Unboxing hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von Unboxing, von solchen Influencer-Produkten sehen wollt, dann teilt es mir gerne in den Kommentaren mit und sagt hier, die und die Box, kauft ihr das, review das, unbox das, immer in die Kommentare damit, wenn ihr irgendwelche Vorschläge oder Wünsche habt. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Video. Ciao.